Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir ins Feld der Erwachsenenbildung hineinschauen, dann beobachten wir veränderte Teilnehmerwünsche. Manche Teilnehmenden möchten sich kurzfristig an- oder abmelden. Sie brauchen angepasste Inhalte, sie brauchen Inhalte genau für ihre eigene Praxis. Sie möchten einen Kurs vielleicht gleich starten und nicht warten und möchten von zu Hause teilnehmen. Der Ort passt für sie nicht und vielleicht passen auch die Termine für sie nicht. Und da stellt sich für uns jetzt natürlich anbieterseitig die Frage, wie können wir flexibel auf solche Wünsche eingehen, aber auch wie flexibel wollen wir überhaupt sein? Und dazu hier ein paar Vorschläge. Wenn es um den Inhalt geht, können wir uns flexibel machen, indem wir ganz eng an den Praxisprojekten der Teilnehmenden arbeiten. Das heißt, ein Praxisprojekt bildet für den Teilnehmer oder die Teilnehmerin quasi den roten Faden, an dem er oder sie entlang arbeitet. Dazwischen gibt es Inputs, es gibt natürlich Einzelarbeiten, es gibt synchrone Beratungseinheiten, wieder Inputs, synchron oder asynchron, Einzelarbeiten, Beratung und am Schluss eine synchrone Präsentation, sei das jetzt online oder in Präsenz. Das ist eine Möglichkeit, um eng am Inhalt zu bleiben. Eine zweite Möglichkeit ist, Module, also Inhalte, einfach offen zu halten. Zum Beispiel in einem halboffenen Kick-Off sehr genau hinzuhören auf die Wünsche, Praxisfragen und Situationen der Teilnehmenden und dann beispielsweise zwei Module mit fix vordefinierten Inhalten zu bringen, wo die Flexibilität im Modul eine didaktische ist, aber keine inhaltliche Flexibilität gegeben ist. Und dann vielleicht ein Modul zu bringen, in dem die Teilnehmenden von vornherein anmelden dürfen, was denn wirklich ihre gewünschten Inhalte sind. Und schließlich mit einer Werkstatt-Session das Format abzuschließen. Diese Werkstatt-Session wird dann komplett von den Teilnehmenden inhaltlich gestaltet. Das wäre eine zweite Möglichkeit, wenn es um inhaltliche Flexibilität geht. Wenn es um den Ort geht, wir wissen alle, hybride Settings haben sich mehr oder weniger bewährt in den letzten beiden Jahren. Hybride Settings haben auch ein breites Spektrum an Ausprägungsformen. Es gibt die klassische Hybridität mit der vollen Online-Beteiligung. Es gibt am anderen Ende des Kontinuums das Streaming, vielleicht auch angereichertes Streaming. Viele Möglichkeiten sind da gegeben. Wenn es jetzt aber um den Termin geht, also um einen kurzfristigen Einstieg und wenn es wirklich schnell gehen soll, dann sind wir eigentlich angewiesen als Anbieter auf eine gewisse Vorratshaltung und auch auf ein Flipped-Kurs-Design. Wenn ich zu einem bestimmten Thema ein Video, ein Learning-Snack, gute Lektüre oder spezifische Übung bevorratet habe, dann kann ich kleinen Gruppen oder einzelnen Personen eigentlich zu jedem Zeitpunkt den Start oder den Einstieg ermöglichen. Sie können dann praktisch in einer Online-Einheit beginnen, sich eben Videos und Lernressourcen anzuschauen und vielleicht auch eine Befragung zu beantworten, eine erste Übung zu machen oder dergleichen. Und zu den nächsten fix vorgegebenen oder spontan vereinbarten Live-Online-Veranstaltungen oder Präsenzmeetings geht es dann in der Gemeinschaft, in der Gruppe weiter, synchron zur gleichen Uhrzeit. Aber diese Vorratshaltung und auch dieses Denken im Flip-Design ist eine gute Voraussetzung, wenn nicht gar die Voraussetzung, um terminlich flexibel sein zu können für einzelne Teilnehmende, die spontan einsteigen möchten. Praxisbeispiele gibt es dazu auch schon sehr schöne. Hier zum Beispiel eine TCM-Ausbildung, die den jederzeitigen Einstieg ermöglicht. Hier startet man eben mit dem E-Learning und hat ab dem Moment der Registrierung auch Zugang zu allen E-Learning-Einheiten. Und diese werden dann begleitet durch Webinare zu vordefinierten Terminen, wo die E-Learning-Inhalte dann synchron gemeinsam vertieft werden. Dazu gibt es auch noch Beratungseinheiten und schließlich auch ein Präsenzseminar, weil ja gerade bei TCM, also traditioneller chinesischer Medizin, die körperliche Anwesenheit zum Üben schon auch erforderlich ist. Und eine Abschlussprüfung und bei diesen letzten Teilen, Präsenzseminar und Abschlussprüfung, immer mehrere Termine zur Auswahl, um einfach diese terminliche Flexibilität wirklich auch durchziehen zu können. Das kann man dann noch steigern, indem man auch inhaltlich flexibel anbietet. Hier am Beispiel eines Führungs
Kräfteprogramms, wo frei wählbare Module, Inhaltsmodule für die teilnehmenden Führungskräfte angeboten werden, hier von 122 Weiterbildung, und diese Inhalte werden von einem Rahmenprogramm unterstützt, nämlich einem fixen Onboarding- und Einstiegsseminar und begleitet von Coaching-Einheiten und Reflection-Meetings, die dann einfach synchron sind, also auch und einfach begleitet und Begleitung anbieten, und schließlich einem Abschlussmeeting mit Zertifizierung. Also auch hier eine gute Kombination aus synchronen und asynchronen Einheiten, aus Lernen für sich selber und Lernen mit anderen und Lernen zu fixen Zeiten gegenüber Lernen zu eigenen freien Terminen. Und diese Kombinationen, denke ich, zeigen sehr schön, wie viel an Flexibilität möglich ist, und daher auch ein Danke für die schönen Beispiele an die Beispielgeberinnen. Ja, wo liegen Grenzen und Fixpunkte? Es gibt klare Konzepte, die man nicht so einfach über Bord werfen wird. Für bestimmte Themen, wir haben es gerade gesehen, ist einfach ein Präsenzformat fix gesetzt. Außerdem werden die Arbeitsbedingungen der Unterrichtenden oder Lernbegleiterinnen gewisse Grenzen setzen, die ja nur bedingt eben zeitflexibel sein können. Kostendeckendes Arbeiten, zumindest kostendeckend, ist so eine Grenze auch, die ganz klar ist. Und natürlich die Verantwortung gegenüber Auftraggebern, aber auch Lernenden für ganz bestimmte Inhalte, wenn diese am Anfang vereinbart oder versprochen worden sind. Ansonsten gibt es viel Flexibilität. Ich hoffe, das bietet Ihnen ein bisschen Anregung für Ihre eigene Arbeit.